St. Moritz in der Schweiz, bekannt für den internationalen Jetset, Wintersport Deluxe und ideale Pisten. Doch die Region rund um die 5000 Einwohnergemeinde hat weit mehr zu bieten. Das auf 1800 Meter gelegene Hochtal Engadin ist gerade im Sommer beliebter Treffpunkt für Caravan-Touristen. Man muss einen der lokalen Campingplätze anfahren, da hat es sehr schöne und da kann man wirklich super Zeit verbringen. Da kann man sich ja mal in St. Moritz umsehen und wenn man da Geld ausgeben will, das kann man das tun, aber es geht auch ohne das. Inmitten mehrerer Bachläufe liegt der Campingplatz Mortaratsch, ideal für die erste Nacht im Engadin. Fußläufig entfernt liegt die Alpschau-Käserei. Vor Ort werden verschiedene Käsesorten frisch hergestellt und können bei einem ausgiebigen Frühstück probiert werden. Die Käserei ist ideal als Ausgangspunkt für eine Gletscherwanderung. Der Mortaratsch-Gletscher gehört mit einer Länge von über 6 Kilometern zu den größten und längsten Gletschern der östlichen Alpen. Kulinarisch genauso interessant, aber mit einer deutlich einfacheren Wanderroute erreichbar, ist die Ziegenkäserei von Vreni Kadurisch auf der Halbinsel Isola, direkt am Silsersee gelegen. Hier wird nach alter Tradition der Ziegenkäse Mascarpin hergestellt. Der frische Käse isst man pur oder mit Tomaten, mit Salaten. Er wird in Gemüse eingearbeitet oder passt super gut zu Pasta. Spätestens nach diesen Leckerbissen lässt sich der Tag entspannt im Caravan ausklingen. In der kleinen Gemeinde Silva Plana verbringt man die Nacht direkt am See. Und auch wenn selbst im Sommer die Nächte hier auf 1800 Metern Höhe frisch werden können, so wird man am nächsten Morgen mit einem eindrucksvollen Ausblick belohnt.